Okay, Abdelhamid, wir haben verstanden, dass das Herz der Ursprung ist. Und wir haben auch verstanden von Abu Aliya, dass wir auf unser Herz achten sollen. Jetzt erklär mir mal bitte zwei Sachen. Wie kann das Herz krank werden? Und wie beschützen wir unser Herz? Deswegen sitzen wir hier. Wir haben jetzt verstanden, okay, Herz ist Ursprung. Taban, okay, und jetzt werden wir schauen, wie kann ich mich davor schützen? Und was muss ich machen? Erstmal sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ein Zeichen der Stunde ist, ihr werdet den Shaitan in euren Häusern bringen. Und in einer anderen Riwaya, ihr werdet die Versuchungen für eure Herzen in eure Häuser bringen. Sie aber fragten, wie, ja Rasulullah? Er sagte, es wird zwei Horizontale, zwei Vertikale und wie ein schwarzer Teppich. Die Gelehrten sind sich einig, es ist das Bildschirm. Fernseher, Handy. Und darin liegt die Krankheit, die Geschwister. Darin liegt die Krankheit. Wallah, wallah, sadaqt ya Rasulullah. Wir haben den Shaitan in unseren Häusern gebracht. Dieses Bildschirm, dieses Handy, dieser Fernseher, diese Serien, die wir schauen, die wir gucken. Ich gebe euch mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Ja? Wir haben alle mal sehr, sehr merkwürdige Videos auf TikTok geschaut, oder? Oder sehr, sehr merkwürdige Videos auf Instagram. Und das erste Mal, wo du so ein Video gesehen hast, wie ein Mann tanzt, so sehr, sehr weiblich tanzt, oder gewisse Geschwister, Schwestern mit ihren Hijab Sachen machen, die eigentlich für einen Muslim oder eine Muslima nicht passen, die gehören nicht dazu. Was war, als du das erste Mal gesehen hast, dachtest du, boah, a'udhu billah, was ist das? Weil dein Herz noch gesagt hat, hey, diese Sache ist falsch. Herz hat direkt reagiert, weil Herz war noch gesund. Hat direkt gezeigt, ey, das ist falsch, du hast eine Abneigung, eine Art Hass verspürt, richtig? Und dann kam das zweite Video. Dann kam das dritte Video, das vierte Video, das fünfte Video, das sechste Video, das siebte Video. Und du hast das normal empfunden. Es wurde immer weniger. Dieses A'udhu Billah wurde immer leiser. Dieses Astaghfirullah immer weniger. Weil das Herz gewöhnt sich an dem, was du ihm gibst. Gibst du ihm Schlechtes, wird es schlecht. Gibst du ihm Gutes, wird es gut. Wie Ibn Qayyim sagte, das Herz ist wie ein Fisch, es braucht Wasser. Das Wasser ist Koran und Dhikr. Nimmst du es raus, trocknet es aus. Stimmt. Und wir haben uns mit diesen Videos und mit den Social Media und mit den Diskussionen, der Prophet s.a.w. sagte sogar, meine Diskussionen. Denn Diskussionen machen das Herz kaputt. Übertriebenes Lachen machen das Herz kaputt, bringen das Herz um. Und all das haben wir gemerkt. Zu viel Spaß tut dir nicht gut. Zu viel Lachen, zu viel Liebe. Selbst zu viel Liebe, Bruder, manchmal denkst du, hau du Bilal, Bruder, lass mich bitte in Ruhe. Zu viel Liebe, zu viel Lachen, zu viel Zeitverschwendung, zu viel Blödsinn, zu viel Haram haben wir unseren Herzen gegeben und unser Herz hat sich daran gewöhnt und wir sind so geworden. Wie der Hadith, der überliefert ist bei Imam Ahmed, wo Allah subhanahu wa ta'ala zu Jibril sagt, ja Jibril, geh zu diesem Dorf und vernichte alle Menschen. Sami'na wa ta'ana, wir hören und gehorchen. Jibril geht runter und das erste, was er in diesem Dorf sieht, ist ein Mensch, der Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, in der Niederwerfung ist. Da ist ein Mann, du hast mich geschickt, sie zu vernichten. Aber das erste, was ich gesehen habe, ist etwas Gutes, einer, der dich anbetet. Was soll ich machen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, vernichte ihn zuerst. Von ihm fang als erstes an. Weil wir fühlen uns ja immer sicher. Nein, ach, ich bin stramm. Ich will nichts mit diesen Leuten zu tun haben. Ich habe kein TikTok, ich habe kein Instagram. Nein, fang von ihm an. Semian Awatana, wir hören und gehorchen Arab. Ich will Ruhe haben. Ich will es verstehen. Warum? Weil er nicht einmal sein Gesicht verzog, während die Menschen Sünden gemacht haben um ihn herum. Ihm war das egal. Er hat sich nicht darum gekümmert, er hat sich nur um sich gekümmert. Sollen die doch machen, was sie wollen, mir ist das egal. Und in diesem Zustand befinden wir uns. Die Umma ist gespalten. Die Umma ist gespalten. Wir haben hier Leute, die sich nur um sich kümmern. Ich will nichts mit diesen Menschen zu tun haben. Und hier hast du Menschen, die sagen, ich will nichts mit denen zu tun haben. Und die übertreiben in der Sünde und die übertreiben beim Zugucken der Sünde. Für das bloße Zugucken der Sünde wird Allah subhanahu wa ta'ala dich auch bestrafen. Und das ist alles passiert, weil wir unseren Herzen das gegeben haben, was wir ihm nicht geben sollten. Ich schwöre bei Allah, Brüder, guck mal, ich möchte nicht viel reden. Wir haben hier einen besseren Bruder als ich. Ich werde frei reden zu euch. Musik.
Es gibt eine Überlieferung von Ibn Qayyim, der sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Iblis, la'anatullah alayhi, zu Allah sprach, jeder Prophet hat einen Gebetsruf, außer ich. Ich will auch einen Gebetsruf haben für meine Anhänger. Was hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt? Dein Gebetsruf wird die Musik sein. Ich will auch eine heilige Schrift haben. Deine heilige Schriften sind die Tattoos. Ich will auch ein Gebetsort haben, da wo Sinner betrieben wird und Ungehorsamkeit. Das sind deine Gebetshäuser. Wallah, diese Musik, liebe Geschwister, ich schwöre bei Allah, guck mal, ich rede nicht, weil ich noch nie Musik gehört habe. Ich rede von Musik, weil ich Probleme hatte, die Musik aus meinem Leben zu entfernen. Ich weiß, was es heißt, wenn man Musik mag, wenn man Musik hört. Und ich rede nicht von dieser Musik, die interessiert mich aber nicht mal. Wir reden von der alten 90er Musik, wo es noch über Tupac ging und Nate Dogg und dies. Das war, wo man sagen kann, okay, diese Musik war echt noch mit anzuhören. Ich schwöre bei Allah, diese Musik macht dein Herz kaputt. Diese Musik vergiftet dein Herz. Der Abdullah ibn Masud sagte, Musik ist Alkohol der Seele. Sie vergiftet dich von innen. Musik. Frauen. Schwestern. Achi, wir schreiben ja nur über Allah. Wir machen doch nichts Schlimmes. Wir unterhalten uns über Allah. Ihr wisst nicht, wie viele Nachrichten ich bekomme. Bruder, ich will mich mit einer Schwester treffen. Oder Bruder, ich will mich mit einem Bruder treffen. Also eine Schwester schreibt, ich will mich mit einem Bruder treffen. Wie, ist das erlaubt, dass wir sitzen, wir unterhalten uns nur über Allah und nein, es ist nicht erlaubt. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter etwas verbieten, dann ist es nur zu deinem eigenen Schutz. Damit du dein Herz nicht vergiftest von diesen Sünden. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jede Sünde wird einen schwarzen Punkt auf deinem Herzen legen. Jede Sünde, ein schwarzer Punkt auf deinem Herzen. Wie viele Punkte haben wir bekommen, mein Bruder? Punkt, schwarz geworden. Wenn wir nicht darauf achten, unser Herz sauber zu halten von Unsinn, von Zeitverschwendung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das. Denkt ihr etwa, wir haben die sieben Himmel und die Erde und das, was dazwischen ist, aus Spaß erschaffen? Haben wir nicht. Aber genau das wollen sie dir beibringen. Die wollen dir genau das klar machen. Durch Handy, durch Fernseher, durch all das, was um dich herum ist als Ablenkung. Die wollen dich ablenken, mein Bruder. Shaitan hat das vor Allah geschworen. Er sagte, mein Herr, bei deiner Majestätigkeit, bei deiner Allmacht, ich werde jeden runterziehen. Mit mir, er wird mit mir brennen. Jeden Einzelnen werde ich runterziehen. Was hat Allah gesprochen? Das wirst du. Illa außer meine Diener. Bei denen hast du keine Macht. Ich bin der, der sie beschützt. Aber diese Diener, möge Allah uns von ihnen machen, die müssen darauf aufpassen, dass ihr Herz sauber bleibt. Dass sie dieses ganze Drumherum, dieser ganze Kampf, dieser ganze Unsinn, was kommt, musst du von dir abwenden, zumachen.